Ich hoffe, dir gefällt meine Playlist. Ich höre ausschließlich Rapper, die erschossen wurden. Wegen der Credibility, weißt du? Du solltest das übrigens auch tun. Na toll. Jetzt habe ich mich verlesen. Na, du altes Pissgesicht. Sag mal, was stinkt denn hier so, hä? Der Schweißgeruch deiner Mutter ist noch im Raum. Sie ist mehrmals gekommen und dann gegangen. Sorry, ich habe dir gerade nicht zugehört. Wer dir zuhört, wird automatisch dümmer, du Penner. Ach, halt's Maul. Pass auf, ich habe hier so ein Kind auf der Straße aufgegabelt, total verwahrlost. Schneid ihm nochmal die Haare. Dann machen wir dir jetzt schöne Glatze. Wie heißt du eigentlich? John Heinrich. Ach du Scheiße. John Heinrich, wir machen dich jetzt zum Mann. Komm, beleidige den Typen. Hab dich nicht so. Komm, geh raus, überleg dir was Gemeines und dann komm wieder rein, verstanden? Jetzt pass mal auf. Mir doch egal. Deine Mutter ist hässlich, yo. Okay, das geht definitiv zu weit. Verpiss dich aus meinem Laden, sonst blase ich dir dein scheiß Hirn weg. Wow, 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 wow. Guter Prank, Alter. Sag mal, John Heinrich, hast du sie noch alle? Aber du hast gesagt, ich soll den Typen beleidigen. Ja, aber doch nicht seine Mutter. Hast du denn gar keinen Respekt oder was? Die Mutter eines anderen Mannes zu beleidigen? Reiß dich mal zusammen, Junge. Echt erbärmlich. Ihr seid erbärmlich. Ich würde sagen, deine Mutter ist erbärmlich. Was mein dummer Freund versucht zu sagen ist, reiß dich mal ein bisschen zusammen, Kleiner. Wo ist dein Respekt? Ganz genau, du Stück Scheiße. Das kannst du einfach nicht machen, Kleiner. Überhaupt nicht cool. Und sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Junge, wenn du so sein willst wie wir, dann musst du uns noch mehr respektieren. Fuck, sind wir geile Typen. Also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das irgendwo bei ihm ankommt. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt sein und kiffen so lange, bis einem von uns die Nase blutet.